Ein Blick zurück auf die vergangenen ein, dreiviertel Jahre zeigt, dass die Corona-Krise und auch die Lockdowns gewissen Branchen sehr geschadet haben in der Gesellschaft, aber auch manche sehr beflügelt haben. Die Branchen, die das geschadet hat, sind vor allem die Restaurants, die Friseure, das Fitnessstudio, die Künstler, die Flugairlines. Wären noch viele andere zu nennen, die man hier einreihen könnte. Dagegen hat die Krise anderen Branchen enorm geholfen, hat sie beflügelt. Lebensmittel, Einzelhandel zum Beispiel, Lieferdienste wie Lieferando, Rewe, Onlinehandel und Softwareunternehmen wie Amazon oder Microsoft, Online-Streaming-Dienste, dessen Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen muss. Es gibt aber noch eine weitere Branche, die offiziell gar keine Branche ist, aber durch die Krise beflügelt wurde. Der Okkultismus. Das, was im Schamanismus in Afrika und Lateinamerika gang und gäbe ist, bekommt seit einiger Zeit auch hier im Westen einen deutlichen Aufwind. Im Herbst 2020 verzeichneten Wahrsager in Teilen der EU 20% mehr Anfragen im Bereich der Astrologie. Es wird mit den Slogans geworben wie mit Hellsehen durch die dunkle Zeit. In Italien zum Beispiel wird seit der Corona-Krise eine starke Zunahme der okkulten Szene beobachtet, wo okkulte Sekten bis zu 30% mehr Mitglieder bekommen haben. Tja, und auch in Deutschland stehen die Zahlen und Statistiken nicht besser. Aber das ist eigentlich gar kein neuer Trend. Wenn man die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts studiert, stellt man einen ähnlichen Trend schon länger fest. Was führt zu dem Aufstieg des Okkultismus in der heutigen Zeit und wie kam es dazu? Wie kommt man dazu? Wie kommt man davon weg, wenn man da drin verstrickt ist? Genau diesen Fragen werden wir heute nachgehen unter dem Titel Okkultismus, das finstere Feuerspiel im Licht der Bibel. Wir haben drei Punkte, die wir uns anschauen werden und die Agenda ist wie folgt. Wir schauen uns zum einen an das Wesen des Okkultismus, das Werk des Okkultismus und kommen dann zum Schluss zum Ausweg aus dem Okkultismus. Zwei Bibelverse möchte ich über den Anfang dieses Abends stellen. Zum einen von Paulus aus Römer 13 und von Johannes in 1. Johannes 3, Vers 8. Paulus sagt in Römer 13, Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 3, 8, dazu ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es geht um Krieg. Wir fangen an mit dem ersten Punkt, das Wesen bzw. die Bedeutung des Okkultismus. Der deutsche Dichter Immanuel Geibel aus dem 19. Jahrhundert brachte einmal mit folgendem Reim das Problem unserer Zeit auf den Punkt: Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Habt die Gottheit ihr verjagt, dann kommen die Gespenster. Damit nennt er das Problem unserer Zeit beim Namen, wo dem Glauben an Gott die Tür versperrt wird, hält der Aberglaube Einzug. Der Anstieg des Okkultismus im letzten Jahrhundert wurde dabei gefördert durch ganz unterschiedliche Faktoren. Und ich möchte einmal sechs klassische Faktoren nennen. Da haben wir zum einen den zunehmenden Materialismus, der auf die Trümmerhaufen des Zweiten Weltkriegs gesetzt wurde. Einige Zeit lang war nach dem Krieg Wahrsagerei in Teilen Deutschlands tatsächlich verboten gewesen, bis es dann wieder legitim betrieben wurde und aufflorierte. Ein zweiter Faktor ist der Drogenkonsum. Die sogenannten bewusstseinserweiternden Substanzen, ne, brandaktuelles Thema, wenn man die Politik schaut und die Debatten, die man dort findet. Und der Dealer schlechthin war die Rockmusik, dritter Faktor. Das sind zum Beispiel die Beatles, eine Band, deren Werke circa 1 Milliarde Mal weltweit verkauft wurde. Die hatten einen Erfolgsrausch, aber lebten auch in einem Drogenrausch. Und so recordeten sie ein Album namens Sgt. Pepper's Lonely Hearts mit einem Cover, wo 70 Persönlichkeiten abgebildet wurden, die sie geprägt haben. Und zu diesen Persönlichkeiten zählte auch der britische Okkultist und Satanist Aleister Crowley, auf den wir später noch einmal kurz zu sprechen kommen. Unmengen an Menschen haben sie beeinflusst. Ein eher klassischer und gegenwärtiger
Kandidat, der zu dieser Rubrik auch noch gehört ist, ein Marilyn Manson, der Ehrenmitglied der Church of Satan ist. 50 Millionen verkaufte CDs weltweit. Ein vierter Faktor ist zum Beispiel Hollywood mit seinen Horror- und Fantasy-Filmen. Horror ist übrigens im Lateinischen und kann übersetzt werden mit Schaudern, Entsetzen, Grausen. Ein fünfter Faktor, der Einfluss in der Gesellschaft in Richtung Okkultismus ausgewirkt hat, ist die Pornografieindustrie. Ein sechster ist die Computerspieleindustrie mit all ihren Auswüchsen. Aber neben all diesen genannten Faktoren müssen wir jetzt einmal ein paar Vorbemerkungen noch machen, bevor wir etwas tiefer reinsteigen in das Thema. Wir müssen nämlich zuerst mal eine Begriffserklärung machen. Was genau bedeutet Okkultismus? Okkultismus ist ein sehr grober Sammelbegriff. Darunter verbergen sich so viele andere Begriffe, die eingereiht werden können, wie die Kabbala, Esoterik, Spiritismus, Schamanismus, New Age. Das Wort Okkultismus selber kommt ebenso aus dem Lateinischen. Okkultus und bedeutet so viel wie verdeckt, geheim halten. Okkultismus ist also die Lehre bzw. Praxis des Geheimen oder Verdeckten. Der Theologe Helge Stadelmann gibt in seinem Aufklärungsbuch mit dem Titel Das Okkulte folgende Definition für Okkultismus. Das Okkulte bezeichnet in biblischer Perspektive widergöttliche bzw. von Gott verbotene Phänomene übersinnlicher Art, auf die sich der Mensch einlässt, indem versucht, die Begrenzung seiner fünf Sinne im Blick auf Wissen und Macht zu sprengen, von denen er umgekehrt aber auch in seiner Existenz beeinflusst und bestimmt werden kann. Das, was den Okkultismus in unserer Zeit zu einem so starken Hype macht, ist im Kern die Neugier. Die Neugier nach dem Verborgenen, nach dem Verbotenen. Es ist der Reiz, der Nervenkitzel, die Grenzerfahrung, das Übersinnliche, ja, der Griff nach Macht. Der Griff nach dem scheinbar Göttlichen. Aber es ist noch mehr. Der sogenannte Kirchenvater Augustinus von Hippo prägte den markanten Gebetssatz: Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und er spricht hier über den Gott der Bibel. Ein unruhiges Herz hat immer mit Angst zu tun, ganz aktueller Bezug, den wir von den letzten beiden Jahren ja kennen. Wenn der Mensch mit seinen Ängsten nicht mehr fertig wird und damit nicht zu Gott kommt und bei ihm Ruhe findet, dann sucht er sich seine Ruhe, Sicherheiten an anderen Stellen. Daher haben Menschen, die nicht an den wahren Gott der Bibel glauben, stets eine gewisse Neigung zum Okkulten, zu esoterischen Praktiken, die ihnen eine Art Abkürzung versprechen. Eine Abkürzung an Gott vorbei, aber es ist ein falsches Versprechen. Es ist eine Sackgasse. Sie wollen ihren Seelenfrieden und erfüllte Lebensfreude im Okkultismus finden, aber ohne Gott, und finden ihn deshalb auch nicht. Der Okkultismus gehört somit in das Reich der Finsternis, um einmal die Bibel zu zitieren. Die Bibel warnt davor, sich auch nur ansatzweise darauf einzulassen. So schreibt Paulus, der Apostel im Neuen Testament, an eine Gemeinde in einer sehr okkulten Stadt, Ephesus, die sehr bekannt war für ihren Okkultismus, in Epheser 5, Vers 11. Und er warnt sie und sagt zu ihnen: Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Die Aufklärung über den Okkultismus gehört daher nicht ins Zentrum einer christlichen Gemeinde. Ins Zentrum gehört die Predigt von Christus. Gott steht im Mittelpunkt und nicht das Antigöttliche. Aber weil das Antigöttliche existiert, müssen wir auch darüber sprechen und aufklären. Beziehungsweise, wie Paulus es den Ephesern sagt, die Werke der Finsternis aufdecken im Licht der Bibel. Christen rechnen immer zuerst mit Christus, nicht mit dem Teufel. Sie warten nicht auf den Antichristen, sondern auf Christus. Aber über die Existenz von Teufel und Dämonen und des Antichristen muss gesprochen werden und muss aufgeklärt werden, weil sie keine Schaumärchen sind, sondern Realität. Es ist erschreckend, was der deutsche Dichter und Pantheist und möglicherweise auch Okkultist Johann Wolfgang Goethe an teuflischer Realität begriffen hat. Und es ist wirklich ernüchternd, dass er dabei vielen liberalen Pfarrern im Reformationsland Deutschland so manches voraus hat. So lässt er in seinem Werk Faust, Mephistopheles,
das Folgende sagen. Den Teufel spürt das Völkchen nie, selbst wenn er es am Kragen hätte. Und genau das ist es. Unsere Gesellschaft macht sich lustig über den Teufel. So ironischerweise auch Goethe. Sie verharmlosen ihn. Sie verneinen seine Existenz. Und genau deshalb ist unsere Gesellschaft in Gefahr. Denn ein real existierender Feind wünscht sich keinen größeren Vorteil als den, dass er nicht bemerkt wird, dass er unterschätzt wird. Entgegen dem Spott, den man sich weitläufig aus dem Teufel macht, bezeugt die Bibel den realen Widerstreit zwischen Licht und Finsternis. So gibt uns zum Beispiel Offenbarung 12, Vers 7 bis 8 einen Einblick hinter die Kulissen in die Engelwelt, wo es heißt, ab Vers 7, und es stand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, das ist Satan, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Die Bibel lehrt nirgends einen Dualismus. Das heißt, die Bibel lehrt nirgends, dass Gut und Böse unentschieden miteinander ringen und gleich auf sind. Die Bibel sagt, dass Christus der Herr ist. Gott saß, sitzt und wird immer auf seinem Thron sitzen. Oder um es einmal mit den Worten Luthers zu sagen, selbst der Teufel ist Gottes Teufel, beziehungsweise Kettenhund, und darf in diesem Sinne nicht mehr tun, als ihm gewährt wird zu tun. Aber als der Teufel besiegt und aus dem Himmel verbannt wurde, so lesen wir in den Folgeversen der Offenbarung, Kapitel 12, wenn wir das weiterlesen, dann heißt es, dass er mit seinem Schwanz als Drache, in diesem Bild des Drachens wird er beschrieben, mit seinem Schwanz Engel mit sich zog. Und das waren, wurden die gefallenen Engel, die die Bibel unter Dämonen kennt. Das, was wir hier auf der Erde an teuflischer Bosheit sehen, ist das letzte Aufbäumen des besiegten Antagonisten Gottes und seiner Schergen. Ja, der Teufel ist am Kreuz besiegt worden, aber er zuckt noch. Ich war mal in Israel und in dem Haus, wo wir dort wohnten, entdeckten wir eines Tages einen unerbetenen Gast. Das war eine Schlange. Die hatte sich verirrt in unseren Raum und das war eine gar nicht mal so kleine Schlange. Und wir versuchten sie natürlich aus dem Weg zu bekommen und mussten letztendlich dazu kommen, sie zu erlegen. Ein Schlag auf den Kopf hat gereicht und sie lag dann so leblos am Boden. Aber interessant war bei dieser Schlange, dass sie Stunden danach, obwohl sie eigentlich schon längst tot war, immer noch Zuckungen in ihrem Schwanz hatte. Das ist das, was Offenbarung 12 meinte. Der Teufel ist besiegt, aber er zuckt noch. Wir halten fest, es gibt auf der Erde einen Machtbereich der Finsternis, wo der Teufel noch gewisse Macht hat, aber es gibt ebenso das Reich des Lichts, das Reich Jesu Christi. Christus ist der Herr. Man kann bei der Diskussion um das Okkultismus-Thema von zwei Seiten fallen. C.S. Lewis beschreibt in seinem Vorwort von seinem Buch The Screwtape Letters, zu Deutsch Anweisung an einen Unterteufel, Folgendes. Es gibt bezüglich des Teufels und der Dämonen zwei gleiche und doch gegensätzliche Irrtümer, in die unser Geschlecht verfallen kann. Der eine besteht darin, die Existenz des Teufels zu bezweifeln. Der andere ist der, ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihnen zu haben. Das heißt, man kann die nötige biblische Aufklärung unterschlagen, was dahin führt, dass man die Macht der Finsternis oder sogar den Teufel verniedlicht oder leugnet. Aber man kann auch es übertreiben und sich so intensiv damit beschäftigen, dass man von der anderen Seite fällt, darin verstrickt wird und im Letzten den Teufel mehr fürchtet als Gott und damit verbunden Gott nicht mehr Gott sein lassen. Ja, nicht mehr Gott sein lässt dadurch. Wir wollen beide Extreme vermeiden und uns diesem Thema nähern. Und es ist egal, ob jetzt diese Hörer, die hier sind, damit schon mal Berührung hatten oder noch nie. Es kann sein, dass es Familienangehörige gibt, die du vielleicht kennst, die in okkulte Bereiche schon mal verstrickt waren, vielleicht auch eine Clique in der Schule, die sich besonders dafür interessiert hat. Egal, ob du dich schon damit beschäftigt hast oder nicht, für beide Seiten ist die Aufklärung im Licht der Bibel wichtig. Weil wir zum einen in der Welt leben, die von Finsternis geprägt ist, des Okkultismus, und wie wir schon gelesen haben, die Waffen des Lichts anziehen sollen und die Finsternis aufdecken sollen. Zum anderen aber auch eben Hilflosen und Ratsuchenden auch richtige Hinweise zu geben von der Schrift. Es gilt im Weiteren der Grundsatz, dass die biblische Offenbarung über
unserer menschlichen Erfahrung steht. Die objektiven Aussage der Schrift, weil sie Gottes zeitlose Wahrheit enthält, weil sie Gottes zeitlose Wahrheit ist, steht stets über der subjektiven Erfahrung, die ein Mensch haben kann. Das gilt es im Weiteren zu beachten und deshalb die Bibel gründlich zu studieren. Im Angesicht des anstehenden Reformationstages Ende Oktober und des im Heidentum gefeierten Halloweens machen wir es uns heute zur Aufgabe, den Okkultismus von genau dieser Seite zu beleuchten. Die Reformation hat stets daran angesetzt, die Kirche von abgöttischer Verunreinigung zu säubern. Als Gegenspieler Gottes will der Teufel Menschen an sich binden, sie verblenden und von dem rettenden Schritt ins Licht zurückhalten. Er will ins Dunkle führen. Nicht ins Licht, sondern hinters Licht führen. Und er wird deshalb auch als Lichtgestalt in der Bibel immer wieder beschrieben, als Luzifer. Und 2. Korinther 11, 14 spricht auch nochmal davon, dass er als Gestalt des Lichts sich verkleidet und auftritt, als Engel des Lichts. Und die Wurzeln des Okkultismus reichen deshalb weit zurück an den Anfang. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Wenn wir 1. Mose Kapitel 3 aufschlagen, dort finden wir den Beginn des Okkulten, des Okkultismus. Und was wir dort finden, ist in Vers 1, dass sich der Teufel maskiert. Er sucht sich eine Muhme, ein Medium, nämlich die Schlange, durch die er zu Eva spricht. Der Teufel fängt an, mit ihr zu sprechen, zu dialogisieren. Er sät Zweifel in ihre Gedanken. Er leugnet Gottes Realität und seine Aussprüche. Der Teufel verführt zu falschen Überlegungen, die letztendlich dazu führen, dass Eva ihm gehorcht. Der Teufel verführt in die Gottesferne und im Letzten zum Tod. Der Teufel ist somit der erste Okkultist und Satanist, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Teufel verführt, er verhüllt sich in dieser Form der Schlange. Er verhüllt darüber hinaus die Wahrheit Gottes, indem er sie verdreht. Er verhüllt den Verstand des Menschen in dem Moment, wo er ihm Gehör schenkt. Und er verhüllt, damit verbunden beim Menschen auch die Aussagen Gottes. Und er sorgt sogar dafür, dass der Mensch sich später verhüllt, versteckt, weil er sich vor Gott fürchtet, vor dem, was er getan hat. Die Sünde ist das Geheime schlechthin. Sie sucht zu verstecken, sich zu verbergen, wie wir bei Adam und Eva an diesem Beispiel sehen können. Die Sünde ist, wie schon gesagt, deshalb okkult, allein schon. Dabei ist das Problem des Okkultismus nicht das Problem mit Dämonen und Teufeln, sondern letztlich das Problem mit Gott. Es gab einen schwäbischen Pfarrer, Dr. Kurt Koch, aus dem 20. Jahrhundert. Er ist 1987 verstorben und er hat auf diesem Bereich Okkultismus großteils wichtige Aufklärungsarbeit geleistet. Und er sagt an dieser Stelle zu dem Thema Okkultismus: Die Israeliten im Alten Testament hatten es in erster Linie nicht mit den Aschera-Bildern, den Spukgeistern oder gar den Dämonen zu tun, sondern sie sind mit dem heidnischen Brauchtum vor die Schranken ihres Gottes gerufen. Sie müssen sich mitentscheiden, ob Jahwe ihr Herr ist oder nicht. Sie müssen sich mit der Wirklichkeit Gottes auseinandersetzen und nicht primär mit der Existenz der Geister und Dämonen, wiewohl es sie gibt. Die Magie des Alten Testaments ist daher keine Dämonenfrage, es ist eine Gottesfrage. Okkultismus ist daher nicht einfach nur ein Spiel, es ist ein Spiel mit dem Feuer, es ist ein Feuerspiel. Man kann sich dabei verbrennen und es kann tödlich enden. Es endet tödlich, wenn man in Okkultismus verstrickt ist und bleibt. Nach Goethe, dessen Werke hier und da okkulte Schlagzeilen haben, heißt es in seinem Zauberlehrling einmal: Die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Und so ging und geht es vielen, die mit dem Feuer spielen und sich letztlich dabei verletzen oder umkommen. Deshalb braucht es Aufklärung, deshalb auch dieses Thema. Dieses Thema, was wir unter dem Geleitwort von Psalm 119, Vers 130 fortführen wollen, dort steht: Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Von dem Wesen des Okkultismus, das wir soweit studiert haben, fahren wir fort zum Werk des Okkultismus. Aus den vielseitigen Facetten des Okkultismus nehmen wir jetzt eine übersichtliche Anzahl an Praktiken heraus und beleuchten sie mit Hilfe der Bibel. Dabei müssen wir immer zunächst feststellen, dass es viele okkulte Praktiken gibt, die einfach nur Lug und Trug sind, womit Betrüger versuchen, Geld zu machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch übernatürliche Phänomene,
die man offensichtlich nicht ohne weiteres erklären kann. Als sein erstes Werk des Okkultismus sehen wir uns die Wahrsagerei an. Wahrsagerei ist nach der Definition von Stadelmann das aus Angst oder Neugierde geborene selbstherrliche Streben des Menschen, abseits von Gottes Offenbarung einen den eigenen Sinnen entzogenen Bereich, nämlich die Zukunft, in den Griff zu bekommen. Sie, nämlich die Wahrsagerei, steht damit unter abgöttischem Vorzeichen, ganz gleich, ob es sich nun im speziellen Fall um einen Betrug handelt oder ob tatsächlich übersinnliche Mächte, nämlich Wahrsagegeister, Besessenheit oder Totengeister dahinterstehen. Zur Wahrsagerei gehört das Stichwort Astrologie. Die Astrologie ist die abergläubische Doppelgängerin der Astronomie. Die Astrologie meint die Deutung der Sterne und Sternbilder nach dem Motto, die Zukunft steht in den Sternen. Und die Astrologie ist dabei nicht zu verwechseln mit der Wissenschaft, nämlich der Astronomie, die Wissenschaft der Gestirne. Horoskope und Sternzeichen, die auf die Astrologie zurückgehen oder darauf beruhen, sind wichtige Bestandteile der Wahrsagerei. Viele Menschen sind darin gefangen. Warum? Weil sie durch das Horoskop in Zeitschriften sich Zusagen erhoffen. Vorhersagen erhoffen bezüglich der Zukunft, um besser, um ein einfaches Leben zu bekommen, um eine Lösung zu finden. Das Aufkommen der astrologischen Sinnflut ist und bleibt stets ein Gradmesser für den kulturellen Stand eines Volkes. Ja, zur Wahrsagerei gehört auch ganz unterschiedliche Praktiken, die man hiermit nennen muss. Das sogenannte Handlinienlesen, das Pendeln, das Gläserrücken, Tischerrücken, Hellsehen, ja, Kartenlegen und noch vieles weiteres. In der Postmoderne segelt übrigens Wahrsagerei auch unter dem Begriff der Trendforscher. In dem Moment, wo ein Mensch sein Herz daran hängt oder Satan ein gewisses Potenzial sieht, sucht er alles daran zu setzen, dass der Suchende an die Macht der Karten, der Sterne, dem Pendel und den Statistiken gefesselt wird und letztendlich nicht mehr von loskommt. Ein erschütterndes Beispiel aus der Nachkriegszeit zeigt einerseits die Unzuverlässigkeit der Kartenwahrsagerei, andererseits fordert es das staatliche Verbot dieses dunklen Gewerbes. Und so berichtet eine junge Frau, deren Mann im Osten vermisst war, ging zur Kartenlegerin, um zu erfahren, ob ihr Mann noch lebe. Die Wahrsagerin erklärte ihr, ihr Mann ist tot. Die Frau wartete ein Vierteljahr und besuchte dann wieder eine Kartenlegerin, um über das ungewisse Schicksal ihres Mannes etwas zu erfahren. Wieder erhielt sie die Antwort, ihr Mann kommt nicht wieder. Sie ging verzweifelt heim und vergiftete ihre zwei Kinder und sich selbst mit Leuchtgas. Am nächsten Tag kam der Mann aus der russischen Gefangenschaft und fand die drei Leichen seiner Lieben vor. Die junge Frau hat sich bei der Kartenlegerin nicht genaue Auskunft geholt, sondern den Entschluss zum dreifachen Mord. Hier müssen wir festhalten, dass Wahrsagerei gerade auch im Dritten Reich Hochkonjunktur hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es 1945 in Berlin zum Beispiel als Scharlatanerie verboten. 1965 wurde es dann wieder als Gewerbe zugelassen. Seither treibt es auf staatlich legalem Wesen sein Unwesen. Was sagt die Bibel zur Wahrsagerei? Sacher 10, Vers 2 sagt, dass Wahrsagerei Lüge und Trug ist. Denn die Teraphim haben leere Versprechungen gemacht und die Wahrsager haben Lügen geschaut. Und sie erzählen erlogene Träume und spenden leeren Trost. So Sacher 10, Vers 2. Der Teufel und seine Dämonen sind nicht allwissend. Das ist wichtig festzuhalten. Ja, sie wissen bestimmte Dinge. Sie wissen zum Beispiel, dass Gott Gott ist. Weshalb zittern sie auch vor ihm. Und eben weil ihr Wissen begrenzt ist, kann durch ganze Hingabe an Gott Wahrsagerei, Lügen gestraft werden. Das sehen wir zum Beispiel immer wieder im Buch des Propheten Daniels, wo Wahrsager auftreten, in diesem heidnischen Babylon und dem König die Zukunft vorhersagen sollen und sie können es nicht. Und Daniel als echter Prophet bekommt von Gott nicht durch einen Blick in die Sterne, sondern durch göttliche Eingebung die Wahrheit bezeugt. Und so gibt er sie an den König weiter und gibt die richtige Wahrheit weiter als biblischer Prophet.
Im Hinblick auf die Wahrsagerei ist noch wichtig zu sagen, dass das Leben von Christen nicht in den Sternen, nicht in den Horoskopen zu finden ist, dass die Lebenszeit, sondern Psalm 31, Vers 16 sagt, wo unsere Zeit steht. Meine Zeit, sagt der Psalmist, steht in Gottes Hand, nicht in den Sternen, nicht in der Kugel. Und Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6 einmal, dass wir unsere Lebenszeit nicht verlängern oder verkürzen können. Das ist von Gott so vorgesehen und er weiß darum mehr allein. Die Bibel sagt, dass die Sterne, die eben sehr zentral für diese Wahrsagerei sind, wie auch der Mond und die Sonne von Gott geschaffen wurden und seine Diener sind. Das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 14 bis 19. Dort sagt er, dass er sie als Lichter, als Himmels, an die Himmelsausdehnung setzen, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Und dass Gott letztendlich über ihnen herrscht. Und dass sie ihm dienen. Dass der Mensch das Geschöpf höher achtet als den Schöpfer, ist Götzendienst. Und deshalb warnt die Bibel so krass auch davor, sich daran zu betätigen. 5. Mose 18, Vers 10 folgende, da finden wir, da sagt Gott, es soll niemand unter dir gefunden werden. Und dann zählt er unterschiedliche Dinge auf und da sagt er in Vers 11, einer, der Geister bannt oder eine Geisterbefrage oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet, dann fährt Gott zu sagen, denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Um solche Dinge willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Heiden vor dir aus ihrem Besitz. Und wenn Gott später dann in Offenbarung Kapitel 6 dafür sorgt, dass die Gestirne auf die Erde fallen, dann tut er das deshalb, um unter anderem den Menschen zu zeigen, dass ihr Aberglaube falsch ist, um Gericht daran zu üben. Eine weitere Stelle, die noch zur Wahrsagerei gehört und in der Bibel steht, ist 1. Samuel 28. Dort finden wir die Totenbeschwörung von dem König Saul. Der israelische König Saul kommt zu einer Wahrsagerin und will durch Nekromantik, durch Totenbeschwörung, den verstorbenen Propheten Samuel befragen, wie es mit ihm weitergeht. Ohne jetzt weiter auf diesen Text näher einzugehen, bekommt er durch diese okkulte Praktik seinen bevorstehenden Tod angesagt. Und genau dieser ereilt dann auch diesen verzweifelten Mann. Und Saul ist ein tragisches Beispiel von vielen, die aufgrund ihres Ungehorsams Gott ausgestoßen haben und von Gott ausgestoßen wurden und im letzten in seiner Verzweiflung dann im Okkultismus zu Fall gekommen ist und schließlich auch zum Tode gekommen ist. Und hierzu passt das warnende Wort aus Jesaja 8, das an alle gerichtet ist, die sich darauf einlassen oder einlassen wollen. Da wird über genau diese Menschen gesprochen in Jesaja 8, Vers 19. Wenn sie auch sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antworte ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebenden befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Wenn sie, nämlich die Okkultisten, sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Das ist eine warnende Stelle, die rote Linie zeigt und sagt, Finger weg davon. Ich möchte noch eine letzte Stelle der Bibel anführen, die zum Thema der Wahrsagerei gehört. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Dort wird berichtet von einer Frau, die einen Wahrsagegeist hat. Die Bibel bezeugt also, dass es so etwas wie einen Wahrsagegeist gibt. Und der Mensch wurde durch sie zum Medium gemacht. Nachdem Paulus und Silas, die dort sind, diesen Wahrsagegeist mit apostolischer Autorität austreibt, kommt der Widerstand nicht von der befreiten Magd, sondern von den Kaufleuten, die mit ihr Geld verdient hatten. Diese sorgen dafür, dass Paulus und Silas geschlagen und gefangen genommen werden und ab ins Gefängnis gesteckt werden. Aber mitten in dieser Finsternis haben sie das Licht des Evangeliums von Jesus und sie singen und halten eine Evangelisation sondersgleichen ab. Gott kann in unserer tiefsten Finsternis Licht reinbringen. Er kann unsere Nächte erhellen. Und Achtung, das geschieht nicht durch Hellsehen, sondern durch Gottvertrauen. Durch Vertrauen auf sein Wort und sein Versprechen. Bevor wir jetzt zum nächsten Bereich des Okkultismus kommen, noch ein wichtiger Nachsatz zur Wahrsagerei.
Eine christianisierte Form der Wahrsagerei findet sich in charismatischen und Pfingstlerkreisen wieder und segelt unter dem selbsternannten Begriff der Prophetie, wo Menschen nach Gutdünken im Namen Gottes Dinge ankündigen, die dann erstens so nicht eintreten und geschehen und zweitens ganze Biografien ruinieren können, wenn man darauf sein Vertrauen setzt. Ich kann hier auf Zeitgründen nicht näher darauf eingehen, auf die Gabe, Bedeutung und Begrenzung der Prophetie im Hinblick auf die apostolische Zeit, verweise aber auf den Link unter dem Video im Kommentar. Dort gibt es weiteres Material zum Studieren, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Von der Wahrsagerei gehen wir jetzt weiter zu einem nächsten Schritt, zur Magie. Magie oder Zauberei? In der Magie geht es in erster Linie nicht zwingend um eine Wissensfrage, wie bei der Wahrsagerei, sondern es geht um eine Machtfrage. Der Slogan der Magie ist, möge die Macht mit dir sein. Dabei sind Wissen und Macht ja eng miteinander verbunden. Der Volksmund sagt ja, Wissen ist Macht. Da sehen wir bereits schon bei der Verführung von Eva im Garten Eden, wie ihr verheißen wurde, ja, dass wenn sie doch so erkenntnisreich sein könnte wie Gott, merkt sie plötzlich, was für eine Macht sie dann hätte. Und bei der Thematik Magie unterscheidet die Literatur zwischen schwarzer und weißer Magie. Beides ist Magie und beides wird als falsch betitelt. Beides verurteilt die Heilige Schrift. Aber schauen wir uns das mal etwas näher an. Fangen wir bei der sogenannten schwarzen Magie an. Unter der schwarzen Magie segelt so etwas wie der Schadzauber. Die im Folgenden markanten Stellen sollen als Warnung davor reichen. Zur schwarzen Magie gehören Verfolgungszauber, Rachezauber, Abwehrzauber, Heilungszauber und vieles mehr. Zaubersprüche letztendlich. Und es gibt ganze Sammlungen, ganze Bände davon, von Zaubersprüchen, die sich auf Dämonen oder den Teufel beruhen. Und ein sehr bekanntes Buch, das in Deutschland leider weit verbreitet ist, ist das 6. und 7. Buch Mose. Achtung, das hat nichts mit dem Mose zu tun. Das ist ein Zauberbuch und ein Lügenbuch. Und die Verfasser desselben meinen sich oder ja, auf den Exodus zu beziehen und die Zaubersprüche, die dort wohl gefallen seien, ist ein teuflisches Buch, wovon man die Finger lassen soll. Beim Auszug aus Ägypten finden wir im 2. Buch Mose den Bericht über die 10 Plagen Ägyptens. Mose wird von Gott als Bote autorisiert, dem Pharao die 10 Plagen anzukündigen. 10 echte Plagen kommen über Ägypten. Allerdings gibt der Pharao nicht klein bei, sondern er holt sich seine 2 ägyptischen Zauberer herbei und die dann bei den ersten 3 Zeichen zumindest ein Stück weit mit ihren Zauberkünsten mithalten können. Beim Stab verwandeln, beim Wasser in Blut verwandeln und beim Frösche heraufbeschwören. Aber am 4. heißt es dann, dass sie plötzlich nicht mehr mitmachen können, dass sie plötzlich merken, dass da eine höhere Macht im Spiel ist und ihre Zauberkünste nicht mehr reichen. Im Neuen Testament erfahren wir, dass diese ägyptische Zauberer Jannes und Jambres heißen und dass sie mit ihrem zauberischen Widerstand gegen die Wahrheit Gottes ein Beispiel für falsche Lehre sind, die in der Endzeit auftreten werden. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 8 nennt uns die Namen und nennt uns sie als Beispiel, als Warnung für die, die in der Endzeit auftreten werden, um genauso Widerstand gegen Gottes Wahrheit zu leisten. Und da haben wir ein wichtiges Prinzip der Magie und des Okkultismus im Generellen, der Widerstand gegen Gottes Wahrheit. Die Apostelgeschichte nennt uns 2 Zauberer. Da haben wir zum einen den Elymas, der auch Bar-Jesus genannt wird in Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 6. Und Paulus kommt dort zu einem Statthalter Sergius, der das Wort Gottes hören will. Der Zauberer Elymas, der sich bei dem Statthalter aufhielt, stellt sich ihnen aber in den Weg und leistet gegen die Predigt Widerstand. Hier finden wir die beste Definition vom Werk und Wesen des Okkultismus. In Apostelgeschichte 13, Vers 10 steht, da sagt Paulus zu diesem Zauberer, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und wieder sehen wir ein zentrales Kennzeichen der Magie, des Okkultismus, ist der Widerstand gegen Gottes Wort. Als wichtigen Hinweis aus der Bibel bekommen wir noch an 2 weitere Stellen etwas Wichtiges gesagt,
nämlich wenn es um das antichristliche System geht. Die Bibel spricht davon, dass am Ende der Zeit ein Mann, ein Herrscher kommen wird, der als Antichrist betitelt wird, der quasi die teuflische Inkarnation ist und ein teuflisches System aufrichten wird. Und auch, es wird uns gesagt, unter welchem Einfluss er kommt. Da finden wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 9, dass er, nämlich der Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte und Zeichen und Wunder erfolgt. Da haben wir es, die Magie, wie es real so etwas gibt. Aber wenn wir diese Verse im Kontext lesen, sehen wir, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, er mit seinem Hauch des Mundes den Antichristen vernichten wird. Und über den Antichristen wird in Offenbarung 13, Vers 13 weiter gesagt, er tut große Zeichen, sodass er sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Neben der schwarzen Magie gibt es aber auch noch die sogenannte weiße Magie, Schutzzauber. Unter diese Rubrik gehört das ganze Heiligen- und Patronwesen der katholischen Kirche. Dazu gehört auch die Marien- und Engelanbetung und Verehrung, die dazu dienen soll, übernatürliche Kräfte zu bekommen, beziehungsweise davon zu erwarten. Und dazu gehört auch der Schamanismus, der in der Charismatik vorliegt, dass plötzlich Leute umfallen und Ähnliches. In Apostelgeschichte 8 finden wir nochmal einen Zauberer genannt. Und er heißt Simon. Simon als ein Zauberer, der in der schwarzen Magie verstrickt war und dann sich scheinbar zum Christentum bekehrt. Und wenn wir das weiterlesen, stellen wir fest, dass er seinen magischen Gedanken einfach nur ein weißes Kleid übergezogen hat. Denn er segelt immer noch mit vollem Karacho auf die Verdammnis zu, wie ihm später Petrus bezeugt. Warum? Weil einmal plötzlich der Simon herkommt und die Kraft des Heiligen Geistes durch Geld erkaufen möchte. Er möchte darüber verfügen. Er möchte einfach mal schlicht unter dem Motto einen Spruch mit dem Heiligen Geist sagen und schon geschieht, was er will. Und dann sagt Petrus zu ihm, guckt ihn an und ruft ihn zur Buße, ruft ihn zur Umkehr. Historische Quellen verweisen uns übrigens darauf, dass genau dieser Simon, dieser Zauberer Simon, ein zentraler Gründer der gnostischen Irrlehre war. Das war eine okkulte Sekte, die mit ihren Lehren in der frühen Kirche viel Verwirrung und Schaden angerichtet hat. Ja, wir müssen jetzt hier noch einen Schritt weitergehen, um zu sehen, wie sehr unsere Zeit von den Grundsätzen der Magie und des Okkultismus geprägt ist. Eine der dunkelsten Gruppierungen, die nach Magie und Macht und Einfluss streben, sind die Satanisten. Edward Alexander Crowley, auch als Aleister Crowley bekannt, gilt als Gründer des modernen Satanismus. Er wuchs in einer gläubigen Familie mit brüdergemeindlichem Hintergrund auf und trat dann zur dunklen Seite über. Wie gesagt, hat er viele beeinflusst, zum Beispiel auch die Beatles. Crowley prägte den Grundsatz des Satanismus, tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Wie du da hinkommst, das ist dir überlassen. Nutze alles, was du hast. Tu, was du willst. Das ist das ganze Gesetz. Wohin das führt, konnte man 2001 im ach so aufgeklärten Deutschland sehen. An einem satanistischen Ehepaar aus Witten, die an einem ehemaligen Arbeitskollegen einen brutalen Ritualmord begangen. Vor Gericht wurde dann die Verteidigung vorgebracht. Sie können ja nichts dafür. Der Teufel hat es ihnen befohlen. Sie hatten sich nur an das Bekenntnis von Crowley gehalten, tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Tja, und scheinbar abgedämpft hören und lesen wir den Grundsatz Crowleys, postmodernisiert, immer wieder unter unterschiedlichsten Slogans wie finde dich selbst oder hör auf dein Herz. Wenn wir die beiden Bereiche des Okkultismus, sowohl die Wahrsagerei als auch die Magie, im Licht der Bibel uns anschauen, dann sehen wir, dass das vor Gott ein Gräuel ist. Aber unsere Zeit und unsere Gesellschaft hat sich daran gewöhnt und genau solche Dinge glorifiziert. Sie hat begonnen, das schon länger zu akzeptieren in Film und Buch, es salonfähig zu machen oder darf ich sagen, wohnzimmerfähig zu machen. Wir könnten eine ganze Menge an Medien und Literatur nennen, durch die magische Formeln, Riten und Wesen in den Köpfen vieler Menschen und teilweise auch bei Christen große Begeisterung gefunden haben. Nur mal ein paar zu nennen, da ist die Kinderhexe Bibi Blocksberg, ganz harmlos. Der harmlose Hexer Harry Potter, scheinbar harmlos. Und all das, was
jetzt schon aufgezählt habe. Man könnte noch weiteres aufzählen, wie zum Beispiel Walpurgisnacht von Faust oder Halloween, das ja so harmlos ist, aber im Eigentlichen das größte Fest im Okkultismus ist. Und durch all diese Dinge wird Hexerei und das Zauberwesen verniedlicht und so Kindern und Jugendlichen früh nahegebracht. Sie werden mit konfrontiert, damit sie abstumpfen. Die Bibel kennt weder guten Zauber noch gute Hexen, noch gute Magie. Denn alles, das ist dem Herrn ein Gräuel, nach 5. Mose 18, Vers 12. Und Zauberei, Achtung, Zauberei, ist nach Galater 5, Vers 20 eine Frucht des sündigen Fleisches und nicht des Geistes Gottes. Aber es ist doch nur ein Spiel. Es ist doch nur ein Rollenspiel, was sich da mit Zauberei zu tun hat. Eben. Und es ist ein Spiel mit dem Feuer. Deshalb lass deine Finger davon. Du kannst deine Zeit sinnvoller einsetzen. Lass deine Finger davon. Daher möchte ich dich an diesen Teil jetzt auch abschließen und an dieser Stelle mit folgenden Versen zum Nachdenken bringen, was dein Handeln und Tun und deine Freizeit bestimmt. Prüfe deine Unterhaltungsmedien, deine Filme, deine Bücherregale, an dem, was bisher gesagt wurde und einfach auch mal an den folgenden Versen. Philipper 4, Vers 8. Dort sagt Paulus: Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Kurz, damit verbringt eure Zeit. 1. Korinther 15, Vers 33 warnt uns: Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Den letzten Vers oder den letzten Abschnitt noch, in Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 18 bis 20, lesen wir von der Radikalität des neuen Lebens in der Nachfolge Jesu bei der frühen Kirche. Und was lesen wir dort? Dort heißt es, mitten in diesem okkulten Ephesus: Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Es gäbe noch viel zu sagen. Eigentlich könnte man viele Auswüchse der Charismatik ebenso zur okkulten Szene zählen, wo es unter christlichem Deckmantel Wahrsagerei, Magie oder Spiritismus betrieben wird. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Nun haben wir uns über Wahrsagerei, Magie und auch ein bisschen über Satanismus unterhalten. Wir sahen das Wesen, das Werk und kommen im Letzten zum Ausweg. Das Wesen, das Werk, im Letzten der Ausweg. Die Bibel ruft immer wieder explizit dazu auf, die Finger vom Okkultismus zu lassen, haben wir schon ein paar Mal gehört, und nicht mit dem Feuer zu spielen. Nicht, weil uns Gott etwas vorenthalten möchte, sondern weil uns Gott bewahren möchte. Aber da gibt es jetzt Menschen, die tatsächlich in okkulte und dämonische Praktiken verstrickt sind und das hier vielleicht auch hören. Wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dir sagen, dass vom Neuen Testament die wichtigste Botschaft für dich ist: Es gibt Hoffnung. In Jesus Christus gibt es davon Befreiung. Und ich möchte an dieser Stelle auf ein Buch hinweisen, auch sehr empfehlen, von Benedikt Peters unter anderem: Dämonische Verstrickungen und biblische Befreiung. Wer sich mit dem Thema nochmal näher beschäftigen möchte, von Benedikt Peters: Dämonische Verstrickungen, biblische Befreiung. Es ist dabei nötig zu sagen, dass bei einer krankhaften oder auch besessenen Verhaltensweise immer geklärt werden muss, ob zum Beispiel eine physische Erkrankung vorliegt, wofür dann ein Facharzt zuständig ist. Aber es sollte immer auch das persönliche und vertrauliche Zwiegespräch in der Seelsorge mit einem reifen Christen gesucht werden. Nun stellt sich die Frage, wie Menschen, die im Okkultismus verstrickt sind, wieder rauskommen können. Und da gibt es folgendes Problem. Man könnte jetzt ja meinen, alle, die noch nie etwas mit dem Okkultismus zu tun hatten, könnten sich da jetzt einmal wegducken und müssen jetzt nicht mehr zuhören. Pustekuchen. Es gibt da eine sehr zentrale Stelle der Schrift, die uns alle, ob wir schon damit zu tun hatten oder nicht, die Ohren spitzen lassen muss.
Der Prophet Samuel sagt einmal zu König Saul in 1. Samuel 15, Vers 23, Ungehorsam gegen Gott ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Die Schrift sagt an unzähligen Stellen, dass alle Menschen, jeder Mensch von Geburt an, Widerstand gegen Gott leistet. Ein ungehorsames Leben gegenüber Gott führt, gegenüber dem einzig wahren Gott der Bibel. Du hast richtig gehört, ob du in okkulten Praktiken steckst oder ob der liebe Gott dich in deinem Alltag einen feuchten Kehricht interessiert, ist letztendlich vor Gott kein Unterschied. Das macht vor Gott keinen Unterschied. Das ist ein und dasselbe. Beides ist Sünde und beides ist eine Kriegserklärung gegen den heiligen Gott. Und da können wir jetzt nicht meinen, dass wir uns mit unseren Anstrengungen der Betäubungs- und Ablenkungsvielfalt einen hauseigenen Frieden herbeizaubern können, der dem Zorn gegen den lebendigen Gott standhalten kann. Keinen Frieden, sagt die Schrift, gibt es für den Gottlosen. So steht es in Jesaja 48, Vers 22. Und damit deutet die Bibel bereits etwas an, was keine wissenschaftliche Studie bis zum heutigen Tag widerlegen konnte. Nämlich, dass alle Menschen einmal sterben müssen und vor dem lebendigen Gott einmal stehen werden. Wenn man ohne Friede mit Gott lebt, das muss schon schlimm sein. Aber wie schrecklich ist es, wenn man ohne Friede mit Gott stirbt? Da wartet einen eine ewige Finsternis und Verlorenheit. An einem Ort, der unsere kühnsten Vorstellungen und Ängste weit übertrifft. Ein Ort der Verdammnis, der auch Hölle genannt wird, den selbst der Teufel und seine finsteren Dämonen fürchten. Doch noch mehr fürchten sie den, der die Macht hat, sie und alle Menschen, die seinem Sohn Jesus Christus nicht gehorchen, dorthin zu verbannen. Ja, sie fürchten den, bei dessen Wiederkunft alle gottlosen Menschen einmal ängstlich zu den Bergen und Felsen gerufen werden, so nach Offenbarung 6, Vers 16. Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zornes ist gekommen. Und wer kann bestehen? Aber wie? Wie wird man gerettet vor dem Zorn? Gibt es überhaupt einen Ausweg? Ja, es gibt einen Ausweg. Gott sei Dank, es gibt einen Ausweg für verlorene Menschen, die erkennen, dass sie verloren sind und die erkennen, dass sie sich nicht selber retten können. Wo ist der Ausweg? Wie wird man frei von dem angeborenen Ungehorsam oder von okkulten Bindungen? Ein wichtiger Schritt ist, komm zu Christus. Das ist der wichtigste Schritt. Komm zu Christus. Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo Jesus nicht ist. Du kannst zu ihm reden, du kannst zu ihm rufen. Die Bibel nennt das Beten. Und die Bibel sagt, dass er dich hört, wenn du ihn rufst. Er ist der, der nach Matthäus 28 sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Daher suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Jesus ist der Herr. Er hat dir am Kreuz seine Liebe gezeigt. Er hat am Kreuz dir seine Liebe gezeigt, als die Macht der Finsternis über ihn kam und der Zorn des Vaters über ihn ausgegossen wurde. Er hat aus Liebe zu dir und zu mir die finsteren Mächte entmachtet und besiegt. Und so steht in Kolosser 2, Vers 14 und 15 folgendes. Christus hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstanden und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Christus ist stärker als die Macht der Dämonen, des Teufels. Volle Erlösung von Sünde und dunklen Bindung erfahren wir durch volle Hingabe an Christus. Deshalb sei ganz sein oder lass es ganz sein. Mache ganze Sache mit Christus und liefere dich ihm vorbehaltlos aus. An dieser Stelle sagen manche dann ganz gern, ach weißt du, Jesus, den habe ich gern auch noch neben Maria, Mohammed, meinem Horoskop oder Buddha. Ich möchte auch Jesus, aber nicht nur Jesus. Achtung, mache ganze Sache mit ihm und keine Kompromisse. Halbheit des Herzens ist eine gefährliche Sache im Reich Gottes. Ein Prediger fragte einmal, wie viel Ganze ergeben 1000 Halbe? Was hörte er? Natürlich, 500. Was sagte er? Nein, 1000 halbe Christen ergeben nicht einen einzigen Christen. Halbheit taugt in keinem Stück, sie tritt noch hinters nichts zurück. Deshalb weihe dein Leben dem Herrn Jesus Christus ganz.
Johannes 8, Vers 36 sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Du kannst frei werden, indem du Jesus im Gebet anrufst, ihm deine Sünde bekennst und um Vergebung bittest. Und gerade im Angesicht des Okkulten, dem, was er wörtlich übersetzt, verbergen heißt, sagt die Bibel, ist es so wichtig, Gott seine Schuld zu bekennen. Manchmal ist es auch hilfreich, so etwas vor Menschen zu tun, sich einen Bruder oder eine Schwester herbeizunehmen, des Vertrauens, um das zu sagen. Aber das soll im keuschen Rahmen geschehen. Wichtig ist, dass Gott es mitbekommt. Wichtig ist, dass wir Gott es sagen, unsere Schuld. Dass wir ihm unsere Schuld bekennen und durch Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis zur Umkehr finden. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, nämlich durch sein Blut, das er vergossen hat, von aller Ungerechtigkeit. Umkehren heißt also, von seiner alten, sündigen Denkweise sich verabschieden und auf Nimmerwiedersehen sagen. Etwas, was ich dir noch mitgeben muss, ist, brich mit deinem medialen Kontakt und Freundschaften. Wenn du Freunde hast, die dich in die okkulte Szene locken möchten, dann brich mit diesen Freundschaften. Habe nichts mehr zu tun mit ihnen. Sie werden dich allemal daran hindern, wollen Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort weiterzusagen. Und darüber hinaus, wenn du okkulte Gegenstände hast oder Ähnliches, hast, was dir im Licht der Bibel als solches erkennbar gemacht wird, dann vernichte es. Vernichte diese okkulten Gegenstände. Achtung, nicht bei eBay versteigern, verkaufen. Apostelgeschichte 19, Vers 19 heißt, dass sie es vernichtet haben. Die Apostelgeschichte zeigt, wie sehr der Teufel durch Menschen und Medien versucht, die geraden Wege Gottes krumm zu machen. Die Bibel gibt den dunklen Mächten keine große Bühne und das sollten Christen und ihre Bibliotheken auch nicht. Das Weitere, was noch dazugehört, schließe dich einer Gemeinde an. Schließe dich einer Gemeinde mit einer bibeltreuen Verkündigung an, mit einer Gebetsstunde an. Komme zur Gebetsstunde. Jesus sagt in Johannes 8, dass die Wahrheit uns frei macht. Ja, und dass wir deshalb die Verkündigung brauchen. Deshalb ist Gottesdienst so wichtig. Deshalb sucht der Satan uns daran zu hindern, dass wir zum Gottesdienst kommen. Und wenn wir schon mal da sind, nicht richtig aufpassen können. Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft ist die Atmosphäre, in der ein Christ lebt und wächst und in der ein Christ Christus nachfolgen kann. Und das führt uns jetzt schon zum letzten Punkt, der eng mit den Vorangegangenen verbunden ist. Neben dem Ablegen der Werke der Finsternis brauchen wir auch noch etwas, was wir anlegen können. Und damit komme ich zum Schluss, lege die Waffenrüstung Gottes an. Epheser 6, Vers 10 folgende spricht von der sogenannten Waffenrüstung, die Gott den Gläubigen zur Seite gibt. Und man muss sich das vorstellen, wie ein Soldat eine Waffenrüstung hat, so soll auch ein Christ eine Waffenrüstung haben, weil er in einem Krieg verwickelt ist, in einem Krieg steht. Und in Epheser 6, Vers 10 bis 18 wird von dem sogenannten geistlichen Kampf berichtet. Und Achtung, das ist nicht das, was unter charismatischem Namen häufig als geistliche Kampfführung benannt wird, wo man irgendwelche Dämonen hier und dort sucht, die man austreiben kann, das meint dieser Abschnitt nicht. Es ist auch nicht das, was man in den Kreuzzügen im Mittelalter getan hat, wenn man hier von dem christlichen, von dem geistlichen Kampf spricht. Paulus schreibt der Gemeinde im okkulten Ephesus, dass sie in dieser Situation ausgerüstet sind von Gott, mit geistlichen Verteidigungs-, aber auch Angriffswaffen. Zur Ausrüstung für eben diesen Kampf gehören 4 Schutzwaffen und 2 Angriffswaffen dazu. Und die können wir uns in Epheser Kapitel 6, Vers 10 folgende ansehen. Da sehen wir, wie er sagt in Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark, das ist ein Imperativ, im Präsens passiv. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dann heißt es, was wir anziehen sollen, den Gürtel der Wahrheit, Vers 14. Das heißt, die Bereitschaft zur Verteidigung des Glaubens, dass wir Apologetik betreiben, dass wir die Wahrheit der Bibel bekennen, dass wir einen ehrlichen und vertraulichen Lebensstil leben, dass wir die Lüge ablegen, dass wir auch alle Notlüge ablegen und in der Wahrheit wandeln.
Weiter sollen wir anlegen den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Jesus Christus uns durch den Glauben schenkt, dass wir errettet werden allein durch den Glauben, nicht durch unsere Werke. Das ist unsere Gerechtigkeit, die unser Herz, das heißt unsere Gedanken, unsere Emotionen schützt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit sollen wir anlegen. Wir sollen gestiefelt sein, Vers 15, mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wir sollen Evangelisten sein. Wir sollen die Wahrheit Gottes bekannt machen. Wir sollen Friedensstifter sein. Wir sollen den Schild des Glaubens nehmen, um damit die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Das heißt, im Vertrauen in allen Lebenslagen zuerst auf Gott schauen. Falsche Gedanken durch Glauben abwehren und unter den Gehorsam Jesu stellen. Das heißt auch in Anfechtungen auf Christus zu vertrauen. Wir sollen den Helm des Heils anziehen, Freude am Herrn haben. Das heißt in Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir sollen den Helm des Heils anziehen. Die Bibel sagt, dass wir Heilsgewissheit haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und wir sollen das Schwert, nämlich das Schwert des Geistes, das Wort Gottes und auch das Gebet nehmen. Jesus widerlegt den Teufel. Womit? Mit der Schrift. Und wenn wir beten, flieht der Teufel. Bei all dem, was Paulus hier auflistet, ist eins interessant. Und das muss ich hier noch anfügen. Hier finden wir keine Aufforderung zum Exorzismus, zum scheinbaren Dämonenaustreiben. Paulus leugnet die Existenz von Dämonen keineswegs. Wenn irgendwo, dann wäre es hier angebracht, über Exorzismus zu sprechen. Die Gemeinde zu unterweisen, wie es funktioniert. Das tut er aber nicht. Das ist hier und auch an anderer Stelle der Schrift ein Indiz dafür, dass die Verkündigung von Gottes Wort und das treue Gebet und der Glaube an Gottes Allmacht die einzigen Mittel sind, die wir im Kampf gegen die Finsternis zur Verfügung haben. Und sie sind genug. Im Gegensatz zu einigen evangelikalen Vertretern sind wir als Gemeinde davon überzeugt, dass Exorzismus nicht Aufgabe der Gemeinde ist. Wir treiben keine Dämonen durch Exorzismus aus. Moment mal, magst du jetzt sagen, aber man hört doch und liest immer wieder davon, dass Exorzismus betrieben wird und wohl gelingt. Ja, richtig. Es wird von Exorzismus berichtet, sowohl im Judentum als auch im Islam, als auch im Katholizismus und auch im Schamanismus. Der Teufel will, dass wir denken, dass es scheinbar spezielle Menschen gibt, die dies auf eine spezielle Art und Weise tun können. Ich möchte noch anfügen, dass das Wort Exorzismus in dem geläufigen Sinn nur einmal im Neuen Testament vorkommt. Nur ein einziges Mal, und das ist in Apostelgeschichte Kapitel 19. In Apostelgeschichte Kapitel 19 lesen wir von jüdischen Zauberern, die dort umhergehen und ja, sich versuchen, in diesem Exorzismus zu üben, indem sie in dem Namen Jesu Dämonen austreiben. So lesen wir in Apostelgeschichte 19, Vers 13, und versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, dort steht Exorzisten, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagen, wir beschwören dich bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Und interessanterweise wird gesagt, dass die jüdischen Zauberer keinen Erfolg haben. Man hört immer wieder, gerade im Katholizismus, vom Exorzismus. Und so gibt es auch in anderen heidnischen Religionen den scheinbaren Exorzismus. Dass es sowas scheinbar gibt, heißt noch nicht, dass es biblisch ist und Gottes Willen entspricht. Es bedürfe eines gesonderten Themas, um das exegetisch im Einzelnen nachzuweisen. Ich verweise da nur auf das Material auch nochmal unter dem Video in dem Link. Als kurze exegetische Hinweise möchte ich nur Folgendes anführen. Apostelgeschichte 19, 13 sind die einzigen Stellen, ist die einzige Stelle, wo das genannt wird. Und dort ist nicht die Rede von Christen. Darüber hinaus, wenn Jesus oder seine autorisierten Apostel Dämonen austreiben, dann steht im Griechischen das Wort ekpalo, sie schmeißen die raus, wörtlich. Wir finden keinen Aufruf zum Exorzismus in den Episteltexten. Paulus selbst hat im Korintherbrief, 2. Korintherbrief, spricht er, dass er von einem Engel des Satans geplagt wurde. Und er hat nicht geboten, sondern gebetet. Darüber hinaus sagt Jakobus, wie wir handeln sollen. Er sagt in Jakobus 4, 7 bis 8, unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und nochmal eine finale Stelle in Judas 1, 9, mit einem wichtigen Hinweis. Dort ist die Rede von dem Engel Michael.
wie er eine Auseinandersetzung mit dem Teufel hat. Engel haben größere Mächte als wir Menschen. Und was geschieht? Michael sagt zum Teufel, der Herr schelte dich. Damit fällt Gott das letzte Urteil und nicht wir. Wo eine Person okkult belastet ist, ist es unsere Aufgabe, vornehmlich durch Gebet und der Verkündigung der Wahrheit Gottes, sie mit Christus bekannt zu machen und durch Buße zu Christus zu führen. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Darum soll neben ein paar Liedstrophen Johannes 8, Vers 12 am Ende stehen. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus Christus. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In den folgenden Liedstrophen stammen von einem schwäbischen Pfarrer namens Christoph Blumhardt aus dem 19. Jahrhundert, der so manchen Kampf mit der Finsternis zu kämpfen hatte und dem durch Christus der Sieg gegeben wurde. Wir stimmen in den folgenden Liedversen mit ihm überein, den er den Titel »Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht« gab. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart danieder liegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände. Das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Vers 3. Ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch. Die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir, denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du der Sieger bist. Danke, dass du der Sieger bist über Tod, Hölle und Teufel. Danke, dass du der Herr bist und aus Bindungen freimachen kannst, Herr Jesus, wenn wir uns im Glauben, im Gebet an dich wenden. Herr, wir möchten dich preisen, loben, anbeten für die Macht, die dir gegeben ist. Und dass du regierst, dass du Herr und König bist. Und wir möchten darum bitten, dass noch viele aus der Finsternis hineinversetzt werden in das Reich deiner Liebe, in das Reich des Lichts. Danke, Herr, dass es wahr ist, dass wer dir nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Leben, das Licht des Lebens haben und damit verbunden alle Erfüllung und echten Frieden mit dem lebendigen Gott, die wir brauchen. Herr, wir beten dich an und wir bitten dich, richte dein Reich hier auf dieser Erde auf und schenke, dass noch viele Menschen zu dir finden. In Jesu Namen. Amen. Wir verabschieden uns alle von allen, die jetzt zugeschaut und gehört haben. Im Angesicht des anstehenden des Halloween-Festes wird es auch nochmal ein kleines Statement zum Thema Halloween oder Reformationstag feiern geben. Können Christen Halloween überhaupt feiern? Beziehungsweise, warum sollten sie erst recht Reformationstag halten? Dazu nähere Infos auch hier auf unserem Kanal. Auf Wiedersehen.